ist das Jahr wirklich zu Ende. Es wird sicherlich ein ruhiger Jahreswechsel. Sag mal, ist denn Silvester wirklich abgesagt? Was? Wie kommst du denn darauf? Nein, wirklich nicht. War Weihnachten ja auch nicht. Nee, das stimmt. Nur eben anders. Und Silvester ist auch ein christliches Fest. Wusstest du das? Nee. Es geht auf Papst Silvester aus dem 4. Jahrhundert zurück. Und da wird also gar nichts abgesagt. Übrigens schon gar nicht für uns Sörewälder. Nein, wo Sörewald so ein wunderbarer Ort ist. Ja, das sowieso. Aber Silvester kommt vom lateinischen Wald. Und insofern heißt es sowas wie Waldbewohner. Mhm. Naja, klingelt's? Mhm. Wir Sörewaldbewohner haben den Jahreswechsel also sozusagen im Namen. Ja, also, da wird gar nichts abgesagt. Ja, allemal, wo doch Sörewald in 2020 50 Jahre Kommune ist. Oh, also. Wir ziehen Bilanz? Ja. Das ist spannend. Ja, es war ja doch ein besonderes Jahr. So herausfordernd und unterschiedlich. Kurzarbeit, Schwerstarbeit in der Pflege, systemrelevant, Maskenpflicht und Mindestabstand. Ja, Lockdown und letztendlich Stillstand und Einsamkeit. Aber auch zur Ruhe kommen, Gottes Nähe suchen. Puh, was für eine Spanne. Ich frage mich, ist es dabei überhaupt möglich, die eine Bilanz zu ziehen? Mhm. Oder gibt es nur viele verschiedene? Ja, fragen wir doch einfach die, die mit uns verbunden sind. Und dich? Wovon musstest du dich 2020 verabschieden? In diesem Jahr hat für mich die hohe Phase der Altersteilzeit begonnen. Ich musste mich in 2020 von meinem Vater verabschieden. Begleitung und Abschied nehmen von einer ganz lieben Freundin. Verabschieden musste ich mich ein Stück von unserem Sohn, der seinen beruflichen Weg räumlich woanders geht. Manche Abschiede, aber auch manches Neues. Was hast du denn in 2020 zum ersten Mal gemacht? Ach, also bei mir waren das Lehmputzarbeiten. Also Lehm anrühren, auf die Wand auftragen, reiben und schrubbeln. Wunderbar. Und du? Dieses Jahr musste ich das erste Mal auf sehr große Distanz gehen zu Menschen, die mir was bedeuten. Mit dem Mut, Mietungsprogramme auszuprobieren, ermöglichte ich mir auch zu Corona-Zeiten die Teilnahme an Kirchenvorstandssitzungen, Kongressen, Mitgliederversammlungen und vielem mehr. Das erste Mal Heiligabend ohne meine Mutter, die in einem Heim lebt. Digitale Kirchenvorstandssitzungen waren für mich neu. Ich bin 2020 Opa geworden und konnte endlich meinen Enkel in die Arme nehmen. Also ich bin ja 2020 zum ersten Mal 5 Kilometer gelaufen. Und dann 10 und dann 15. Wahnsinn. Lauter erste Male. Ja, inklusive Muskelkater. Ach, da fällt mir noch eine letzte Frage. Eine letzte Bilanzfrage ein. Welche neue Fähigkeit hast du denn in 2020 erlernt? Gelernt habe ich dieses Jahr, dass einige Dinge nicht unbedingt notwendig sind und dass ich gelassener werden muss. Ich habe 2020 gelernt, jeden Moment so zu genießen, wie er ist und alles Gute im Leben daraus zu ziehen und Kraft daraus zu schöpfen. Eine Fähigkeit, die ich dieses Jahr besser lernen musste, ist Geduld zu haben. Ich habe für mich in diesem Jahr Yoga und autogenes Training wiederentdeckt. Im Jahr 2020 musste ich
unter anderem das Homeschooling mit meinen Kindern erlernen. Ob die eine Bilanz oder viele verschiedene. In mir bleibt auch am Ende von 2020, Gott ist da. Er ist gegenwärtig, er ist in unserem Leben, in den leichten Zeiten und in den schweren Zeiten, in unserem Zusammenleben hier im Sörewald und in unserer Welt. Ja, und immer wieder, wenn auch zart, spüren wir Gottes Nähe und sein Wirken in unserem Leben. Und das neue Jahr 2021 bietet uns wieder 365 weitere Tage dafür. Ach naja, ein bisschen froh bin ich ja schon, 2020 den Rücken zuzukehren. Auf in ein neues Jahr. Auf in 2021. Bleibt behütet. Guten Mächten treuem stillem Geben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.